So, ja, hallo Leute, willkommen zu einem Video, alles ein bisschen abgeändert. Es war doch ein sehr, sehr reges Interesse daran, habe ich festgestellt, wie das bei uns in unserem schönen Königreich so abläuft und was man da so alles tun kann und was da so alles passiert. Ich möchte mich erstmal von ganzem Herzen bei euch bedanken. Also das war schon ziemlich krass, wo das Video online gegangen ist. Ich weiß nicht, zu dem waren es 3.000 oder 4.000 Leute, die das geschaut haben. Und wirklich, und das ist für deutsche Verhältnisse eine Hammerleistung, weil der Deutsche an sich ja immer eher sagt, nicht, dass ich selber noch Probleme kriege. Und das war wirklich eine Hammerleistung. Die Leute haben das Königreich bewertet. Das Königreich hatte vorher, glaube ich, keine Ahnung, 37 Bewertungen. Wahrscheinlich da die Hälfte von den Mitarbeitern vom König, ist egal. Und auf einmal waren es, glaube ich, an die 160 Bewertungen. Und was ja eigentlich schon schwach ist für ein Königreich, muss ich sagen, von 3,7 auf 1,6 runtergerutscht in den Bewertungen. Aber ja, das interessiert den König sowieso nicht, weil der steht eh außen vor und über allem. Und das andere ist, es gibt scheinbar doch Mitarbeiter vom König, die etwas drauf haben, und das wird wahrscheinlich irgendein Social Media Heini oder so ein Internet Heini sein. Und der ist relativ fähig, muss ich jetzt sagen. Was ist passiert? Natürlich sind die ganzen Google-Bewertungen verschwunden. Man kann, das Ganze ist auch so ein bisschen als Schutz gedacht natürlich, ne? Vor einem sogenannten Shitstorm oder wie man das Ganze nennt, keine Ahnung, kann man da bestimmte Filter aktivieren, und so hat mir das einer mal erklärt, der da mehr Ahnung hat als ich. Und jetzt ist es natürlich so, dass alle Bewertungen da wieder rausfliegen. Hat auch damit zu tun, wenn natürlich das Königreich vorher nur 37 hatte und jetzt auf einmal 150, dann stimmt dieser Algorithmus oder wie man da so sagt, nicht bei der ganzen Sache, und dann schmeißt Google das raus bzw. landet im Spam. Wenn ihr weiterhin so Bewertungen an das Königreich machen wollt, hätte ich eine Bitte. Nehmt euch euren Kalender und sucht euch irgendeinen Tag in den nächsten 3 Monaten raus. Macht da ein Kreuzchen hin und schreibt da drauf, ja, für Lasse oder für den Waldläufer, keine Ahnung, ne? Ist egal. Und wenn dann dieser Tag kommt, könnt ihr eine Bewertung machen. Das bedeutet, dieser Algorithmus ist wahrscheinlich dann so hochgefahren, dass diese Bewertung bleibt. Und aufpassen. Aufpassen mit den Begriffen Waldläufer, Lasse, keine Ahnung, König wahrscheinlich oder sonstigen Sachen. Wenn diese Worte da wahrscheinlich vorkommen, fliegt das Ganze wieder ins Spam-Ordner. Ja, also da einfach abwarten. Vielleicht denkt ihr in 4, 6, 8, 10, 12 Wochen mal an mich an irgendeinem Tag und sagt euch, da habe ich mir das im Kalender aufgeschrieben. Und schaut dann nochmal. Des Weiteren auch für die ganzen Leute, die da an Facebook unterwegs sind. Das Königreich hat auch eine geile Facebook-Seite und der König hat auch selber eine geile Facebook-Seite. Links mache ich mal rein, also wirklich eine coole Geschichte, könnt ihr euch mal anschauen. Ja, zum Thema reges Interesse, wie das Amt da gegen mich vorgeht. Kommen wir zum Veterinäramt. Ich muss jetzt hier auch ganz klar sagen vorweg, es gibt auch im Königreich dort Mitarbeiter, die einwandfrei super ihren Job machen, und das ist auch richtig, dass es das gibt und dass da Kontrollen stattfinden und Tierschutz und so weiter und so fort. Also wir brauchen solche Leute. Fangen wir an, mir hat man damals Leute geschickt. Die braucht es in meinen Augen eigentlich nicht. Das war sehr, sehr krass im Nachhinein. Ist jetzt auch schon etwas her, aber ich habe gedacht, ich erzähle euch das Ganze mal.
Also es war damals so, ich wusste ja noch gar nicht, was man da so alles mit mir vorhatte. Und bevor mal jemand einer schweren Straftat oder sonstigen überführen muss, muss man Beweise sammeln. Man hat damals die Leiterin, die ist, weiß ich jetzt aber, glaube die ist im Moment gar nicht mehr die Leiterin, ist ja jetzt wurscht. Also es geht nur um die zwei Personen, die damals ja, Beweise gesammelt haben gegen mich. Kurz vorweg, also wie gesagt, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Es klingelt eines Morgens an der Tür. Jetzt kommen wir zu ein paar, ja, wie gesagt, dann sind die zwei angerückt, also die damalige Leiterin der Behörde, das Veterinäramt. Der übrigens, soweit ich weiß, ist da ja, Verwandtschaft, beziehungsweise ich glaube, der Vater auch Jäger und ist da also sehr engagiert und der wird wahrscheinlich auch in welchem Verein sein? Keine Ahnung, wissen wir nicht, wollen wir nichts Falsches sagen, aber kann natürlich sein, ne, dass er da auch Mitglied ist. Und wenn ich 30 wäre und hätte vom Tuten und Blasen keine Ahnung, was ich da eigentlich mache, dann würde ich vielleicht beim Papa fragen. Aber wahrscheinlich ist das nicht so passiert. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Naja, ist auch so ein nettes Detail. Auf jeden Fall ist diese damalige Leiterin, stand die praktisch vor unserer Haustür und hatte noch so einen kleinen schwarzhaarigen Mann dabei. Das war dann der Fachexperte für die Papiere, ne? So, dann haben sie also rumgeschaut auf dem Grundstück und haben da also nichts finden können. Scheiße, meine Zwinger sind viel zu groß, meine Hunde sind alle dick und rund und artgerecht gehalten. Ja, und es war einfach alles einwandfrei. Was, wo hat diese fähige Frau dann festgestellt? Mein Sohn hatte zum damaligen Zeitpunkt vier Hühner. Das haben sie irgendwo mal in der Schule gelernt, ne? Eier und Biomüll und nachhaltig und so weiter und so fort. So, jetzt habe ich den großen Fehler getan und es tut mir auch wahnsinnig leid. Und ich habe aus diesem Fehler auch gelernt. Man braucht eine betriebswirtschaftliche, eine landwirtschaftliche Betriebsnummer, ne? Ja. Habe ich natürlich dann im Nachhinein gemacht, tut mir leid. Die nette Dame hat das dann im Strafprozess auch gegen mich vorgebracht. Also die Richterin hat dann gefragt, ja, welche Verstöße haben Sie gegen den Waldläufer festgestellt? Und sie hat dann gesagt, Geflügelhaltung. Ja, und dann habe ich gesagt, das waren die vier Hühner von meinem Sohn und es tut mir leid. Ja, okay, ne? Ist halt so. Ja, auf jeden Fall ging es dann los. Natürlich hat dann draußen alles gepasst. Scheiße. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Papiere kontrollieren. Papiere sind immer wichtig. Papiere sind geil. Und dann stürmen wir jetzt das Haus. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mir da sehr, sehr sauer aufstößt und was in meinen Augen absolut unterirdisch war. Meine Frau war zu dem damaligen Zeitpunkt hochschwanger. Das war eine sogenannte Risikoschwangerschaft. Vielleicht sieht das Video auch die eine oder andere Frau, die auch schon mal Kinder geboren hat und die wird wissen, wenn man da 9 Monate lang ein Kind mit sich rumschleppt, macht das alles keinen Spaß, man kann nicht schlafen, schaut aus, ja, geht auseinander einfach, es ist halt einfach alles nicht gerade schön und leicht und man fühlt sich auch nicht gerade toll. Und ja, meine Frau, wie gesagt, weil das ja in der Früh war, kam dann aus dem Bett mit unserer zweitjüngsten auf dem Arm und hatte eine scheiß Nacht hinter sich. Sie hat eine ganz extreme Schwangerschaftsübelkeit gehabt. Also man muss sich das so vorstellen, dass einem eigentlich den ganzen Tag kurz schlecht ist. Und wie gesagt, eine Risikoschwangerschaft. Und da ist eigentlich gesagt worden, Ruhe. Ruhe ist das Wichtigste, dass da also dem Kind auch nichts passiert und dass das alles einigermaßen über die Bühne läuft. Okay, dann haben sie also mein Haus gestürmt,
Und da mussten die Papiere kontrolliert werden. Wir müssen irgendwas finden, wo wir denn jetzt dann praktisch einen schweren Verstoß, noch einen Verstoß, ne, neben den Hühnern noch einen Verstoß feststellen können. So, dann ist also meine Frau nach einer dementsprechenden tollen Nacht mit der Kleinen auf dem Arm runtergekommen, die Treppe. Und ich musste ja auch noch irgendwie arbeiten, also es war alles noch ein bisschen chaotisch. Dann hat diese nette Dame meine Frau eigentlich permanent dumm angeredet. Ich weiß nicht, ich denke mal, dass das echt kein schönes Gefühl ist, hochschwanger im Schlafanzug die Treppe runterzukommen. Und dann wird man auch noch die ganze Zeit schwach angeredet, mit irgendwelchen blöden Blicken gemustert und so weiter und so fort. Aber das hat der Frau da richtig Spaß gemacht. Gut, der kleine schwarzhaarige Mann hat dann, wollte dann diese Papiere sehen. Meine Frau hat sich dann mit dem Kind auf dem Arm in das Bad geflüchtet. Ja. Ich habe von Papieren keine Ahnung, wusste also nicht, wo was liegt. Und dann ist da wieder weiter Stress gemacht worden in einer ganz, ganz tollen Tonlage. Also, was war, ne? Meine Frau wieder raus aus dem Bad. Und das ist natürlich richtig witzig, wenn man eine hochschwangere Frau da durch die Wohnung treibt. Und wir haben die Papiere dann rausgeholt. Sie wusste, wo die waren. Ich habe da, wie gesagt, ich mache den Papierkram nicht. Und ja, dann hat der kleine schwarzhaarige Mann die ganze Zeit gesucht, ob er irgendwas findet. Ah! Aber scheiße, es hat dann scheinbar doch irgendwie alles gepasst. Mist, ne? Ja. Und während der kleine schwarzhaarige Mann völlig verzweifelt irgendwelche Beweise gesucht hat, hat die nette Dame dann die ganze Zeit meine Frau angepöbelt. Ja. War also ein richtig schöner, geiler Morgen. Und ja, spricht eigentlich für sich. Wir hatten dann im Nachgang auch nochmal weiter Kontrollen oder vorher Kontrollen. Das waren dann aber immer andere Leute, also nicht die Spezialeinheit vom König. Und die haben sich ordentlich verhalten und die zwei ja, Spezialisten. Und das ist auch wieder witzig, ne? Was da so ein bisschen die Konstellation bei der ganzen Geschichte ist. Die haben also dann da uns, beziehungsweise vor allem meine Frau, richtig schön drangsaliert. Ja, das war es eigentlich so zum Veterinäramt, zu, was die da so veranstaltet haben. Und ja, muss ich auch sagen, vielen, vielen Dank. Und wie ihr euch da verhalten habt, das spricht für euch. Das war's in dem kurzen Video. Vielen Dank. Ich mache weiter. Und dann schauen wir mal, wie es ja, weitergeht. Denkt an die Tipps, die ihr hier vorne gegeben habt. Ja, ne? Und ich ziele auf euch und wir marschieren weiter. Wir machen weiter. Ich mache weiter und macht es gut, euer Waldläufer. Ach ja, noch ganz kurz. Auch hier wieder schaut euch mal den Instagram-Kanal von der Waldläuferin oder der Waldmaid an. Finde, dass die da echt gute Arbeit macht und ja, vielleicht das Ganze nicht so grob darstellt wie ich. Bis dann, euer Waldläufer.